In diesem Stadion in Warschau wird die Euro 2012 eröffnet. Am 8. Juni trifft hier Gastgeber Polen auf Griechenland. 16 Mannschaften werden 3 Wochen lang gegeneinander antreten, um im Finale in Kiew den Gewinner dieser Trophäe zu ermitteln. Die polnischen Fans sind optimistisch, dass sie als Gastgeber eine gute EM spielen. Wir haben es leider nicht geschafft, Karten zu bekommen, aber wir sind hergefahren, um uns den Pokal anzuschauen, um den es geht. Wir wollen trotzdem dabei sein und die Stimmung spüren, die so ein Turnier im eigenen Land verbreitet. Wir hoffen, dass Polen gewinnen wird. Im Laufe des Turniers werden insgesamt 1 Million Fans während der 31 Spiele erwartet. Die Europameisterschaft ist damit das erste sportliche Großereignis, das im einstigen Ostblock stattfindet. Zuletzt gab es 1980 die Olympischen Spiele in Moskau. Dementsprechend wurde gigantisch viel in die Infrastruktur der beiden Gastgeberländer investiert. Ich denke an die 1000 Kilometer von Straßen, die Bahnhöfe, Brücken, Flughäfen und Stadien. Alles, was wir in den letzten Jahren hier gemacht haben, zeigt, dass wir in der Lage sind, große Infrastrukturprojekte zu bewältigen. Insbesondere die Ukraine ist in der letzten Zeit von Korruptionsvorwürfen eingeholt worden, während einige Bauprojekte hinter dem Zeitplan zurückgefallen sind. Bereits im Jahr 2008 gab es Gerüchte, dass das Turnier in einem anderen Land stattfinden könnte. Jetzt, einen Monat vor dem Eröffnungsspiel, ist die Infrastruktur zwar fertig, aber ein großes Problem sind die Unterkünfte. Die Hotelbesitzer haben kräftig ihre Preise angezogen, wofür es heftige Kritik von den Verantwortlichen gab. Es ist einfach dumm, so viel investiert zu haben und dann den Leuten sagen zu müssen, dass sie nicht kommen können, weil Banditen und Betrüger die Euro 2012 nutzen wollen, um richtig viel Geld damit zu verdienen. Auf der Zielgeraden kurz vor Ende aller Vorbereitungen gibt es noch genug zu tun. So wird der Ukraine die Verurteilung der ehemaligen Premierministerin Julia Timoschenko in Europa kritisch ausgelegt. Jetzt droht sogar der politische Boykott, auch von Deutschland. Es läuft noch nicht rund für die Ukraine.